Wir gelangen jetzt zu den Punkten 11 und 12 der Und bei den Tagesordnungspunkten 11 bis 12 geht es um den Aktionsplan Frauengesundheit, welcher 40 konkrete Maßnahmen umfasst. Dazu zählt der Ausbau von niederschwelligen Angeboten, um insbesondere sozial benachteiligten Frauen einen besseren Zugang zum Gesundheitswesen zu ermöglichen. Auch soll das von der Werbung und den Medien dargestellte Schlankheitsideal nur mehr in einem gewissen, nicht gesundheitsschädigenden Rahmen erlaubt sein. Die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sowie angepasste Angebote im Bereich der ambulanten, stationären und mobilen Pflege sollen Frauen in die Lage versetzen, eine existenzsichernde Vollzeiterwerbstätigkeit annehmen zu können. Mitbehandelt wird auch ein Antrag aller 6 Frauensprecherinnen der Parlamentsparteien hier im Hohen Haus, die eine Verbesserung der Qualität des medizinischen Angebots für Frauen fordern.